Sehr schön. Ja. So, ich nehme schon mal auf. Ja, bitte. Ei, bitte. Also jetzt bitte nochmal nachschminken. Wer braucht Ja. Steffen, du vielleicht? Ja, die Frage ist wo? Gut, dann fangen wir an. Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast jetzt wollte ich deinen Gag klauen. Flugzeuge im Bauch, nee, so heißt er nicht. Schmetterlinge im Kopf mit Steffen Hertlein, mit mir, dem Jo Letschert und mit einem Gast. Ich habe eben gerade gesagt, naja, ihr seht ihn ja schon, aber vielleicht hört ihr auch nur den Podcast. Dann will ich euch eine ganz kurze Einführung geben, aber ich lese jetzt keine zwei unvollständige Seiten Wikipedia vor. Zwei Seiten, die hören bei 2012 auf. Also sprich, da kommen noch 10 Jahre drauf. Ich mach mal grob, was ich weiß. Tanzlehrer gewesen, Tanzschule aufgemacht, Mann geheiratet, der hat die Tanzschule übernommen. Die Drag-Ikone, nee, Drag, dafür kann man nicht sagen, die Travedy, also eigentlich Travestie-Ikone von Frankfurt, derjenige, der die Travestie wirklich nach Frankfurt gebracht hat mit seiner Figur. Na, jetzt sage ich es schon mal, Bepi LaBelle, die hat er aber abgestreift, weil was er eigentlich immer werden wollte und immer war, ist Schauspieler und da hat er seinen ganz großen Auftritt gehabt, unter anderem im Frankfurter Volkstheater bei La Cage aux Folles und nicht nur, dass er da seinen großen Auftritt hatte und gesungen hat und geschauspielt hat, er hat das ganze Ding auch noch übersetzt und zwar nicht ins Deutsche, denn da gab es das ja schon, aber ins Frankfurter. Das ist also die einzige, ich glaube, Dialektübersetzung, die es überhaupt von diesem Nee, es grandiosen. gab danach noch Oh! eine im Ohne-Sorg-Theater. Die haben es dann auf Ui. Plattdeutsch gemacht. Ah, okay. Wollte gerade sagen, aber nicht ansatzweise so gut wie Ja. deine Nein, Übersetzung. auf Nein, keinen nein, Fall. also, und man sagt völlig neutral. Ein echter Frankfurter Bub. Ein Griesemer, kann man sagen, in Alt-Griesem gewohnt, aufgewachsen. Wir haben uns noch mal dein Biopic, dein fünfminütiges angeguckt. Aber wer meint, damit ist rum, den belehren wir eines Besseren. Ich bin gleich fertig. Er hat Lass dir Zeit, Joachim. einen James-Bond-Film gedreht, nämlich Spectre. Er dreht einen zweiten James. Oh, darf man das sagen? Oh, je. Doch, du Ja. hast ja schon mal gesagt. Er dreht einen weiteren James-Bond-Film. Er dreht einen weiteren James-Bond-Film. Er hat die alte Oper vollgekriegt, kürzlich mit seinem 60. Geburtstag, den er aber erst 2 Jahre später gefeiert hat, weil ja Corona war, oder waren es 3 Jahre. Und er macht Stadtführung und er ist in der Politik. So. Ja, jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Das Das war's. war's Vielen Dank, war schön, dass ich da war. Ich wollte Ja. gerade fragen, ist für Beppi Redezeit geplant? Ja. Ich wollte einfach nur mal diese Ja, gehen Sie. grandiose. Vielleicht haben noch Autogrammstunde im Supermarkt. Wie lange dauert das noch? Genau. Wir haben Baumarkteröffnung, Baby. Baumarkteröffnung. Genau. Ja. noch über 50 Minuten Zeit. So lange. So lang. Genau, also Stadtverordneter ist er auch noch und zwar in der zweiten, sagt man da auch Legislatur, also auf jeden Fall in der zweiten Amtszeit und da ist er natürlich für die Kultur. Herzlich willkommen, Thomas Beppler-Wolf. Aber jetzt Applaudierung. Hallo. Buongiorno. Mensch, 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 wie schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Den Einblick. Ja, sag mal, war denn, ich nenne dich Beppi, weil so kenne ich das. So kenne ich dich. Wie wirst du gern Beppi genannt? Ich kenne es kaum anders. Es ist Ich. wirklich wahr. Also viele, ja, manche sagen Thomas, ganz klar, aber eigentlich zu 90% Baby. Das erste Mal, dass ich Beppi gesagt habe, war zu Rainer Gütlichs Hund. Der Ja, hieß, genau. der hieß nämlich auch Beppi, bis ich erfahren habe, dass er nach dir benannt ist. Das war auch immer, das war ohne Worte damals. Der hat den Hund Baby genannt und dann ging das immer, ja, der Baby hat heute in den Kaufhof gepisst, ja, und das ohne Worte. Und heute Nacht ist der Baby wieder in mein Bett und hat mich geleckt. Das war, weißt du, so hat er, es war immer mehr, Und so man kam es wusste nie, wer war's denn jetzt. immer großes Kino. Ja, dein CSD-Engagement, das habe ich jetzt einfach mal hinten runterfallen lassen, weil dem CSD hast du auch hin und an den Bobbes gerettet, nämlich einmal, indem du sowieso eingeplant warst, aber dann, wenn andere Leute nicht konnten, das galt, glaube ich, auch für andere Feste, die der Rainer organisiert hat. Und wenn man. Wer der Reinhard war oder Der ist. Rainer Gütlich war der Veranstalter des CSD, der aber Ah. vor 13 Jahren gestorben ist. Okay.
Und wenn man einen Entertainer braucht, den man einfach auf die Bühne schmeißt und sagt, jetzt mach halt mal 2 Stunden was, dann kann man den Beppi nehmen. Sag mal, wann hat sich für dich eigentlich abgezeichnet, dass du so eine Rampensau bist? Wusstest du das schon immer oder kam das erst? Okay. Ach, das war schon immer schon eine Schule. Also wenn Schulfeste waren, habe ich mit ein paar anderen, haben wir dann so die Les Humphrey Singers parodiert oder sowas, weißt du, und so Zeug. Und immer, dann habe ich auch kleine Ausstellungen schon gemacht damals in der Bücherei. Ich bin ja in Frankfurt-Griesheim groß geworden. Wir hatten da eine Stadtteilbücherei, die Stadtbücherei. Und dann habe ich dann so Ausstellungen mal gemacht über Raumfahrt und so weiter und so fort. Und ach. Ja, so Kleinzeug, weißt du, so damals so mit 10, 15 schon. Und dann, als das dann losging, als es dann hieß, was man muss ja auch was lernen, ne? Das ist ja. Das bitte ist was? Ja. Wie heißt das Wort? Na. Ja, genau. Ja. Und man muss ja was lernen, auf gut Deutsch. Mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt, Bub, geh zur Müllabfuhr, da hast du einen sicheren Job. Und Banker nicht komplett für, falsch. Ja, Banker wäre für mich auch nichts gewesen. Ich hätte die Leute alle narrisch gemacht, narrisch gemacht. Und meine Mutter war immer gruselig, also es war für die Mutter immer gruselig, durchs Griesheim zu laufen, als sie immer gesagt haben, ach, gestern habe ich ihren Sohn wieder im Fernsehen gesehen. Sagt sie, wir, die haben mich immer mit Ilja Richter verglichen, bei Disco. Ja. Ja, oh, das ist aber kein schlechter Vergleich. Nicht, ja. Absolut nett. Und, Wolfgang Lippert, stell dir das vor. Ja, wäre schlimmer gewesen, genau, ja. Oder Lanz heute. Und, so ist es, ja. Genau, ja, und da habe ich damals schon, wir haben so Parodien immer gemacht, ein Schulfest und so weiter und so fort. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und dann kam ja die Tanzschule, ich habe ja dann was gelernt, Tanzlehrer. Ach, das war wirklich das war der Beruf, den du Mutter zuliebe gelernt hast, nein. Gottes Willen, nein, ich wollte, da hat sie ja gesagt, Bub, lern erstmal was Anständiges. So war das. Ich wollte Archäologe werden, was sich ja heute auch noch ein bisschen nachwirkt in einigen Dingen. Und ich war dann nach der Schule echt zu faul. Ich hatte nur mittlere Reife. Ich wollte auch kein Uni oder Abi. Und hatte ich keinen Bock. Dann wollte ich Reiseverkehrskaufmann werden, weil ich auch mit Erdkunde ganz gut und so. Und dann also kam ich dachte, irgendwas mit Verkehr. Auch, bitte, ja. Bitte. Das konnte ich schon sehr früh. Und ja, und dann kam ich in die Tanzschule. Ich wollte eigentlich geil, weil ich habe Tanzen gehasst. Meine Mutter hat immer Tanzturniere geguckt. Das war für mich das Schlimmste, was es überhaupt gab. Ach, guck. Ah, okay. Das Rumgehampel. Und ja, und dann kam eigentlich, wer ist dran schuld? John Travolta, ne? Saturday Night Fever. Ah, okay. Kam ins Kino. Und dann sind wir alle in die Tanzschule gegangen und dann bin ich hängen geblieben. Dann kam auch noch, Gott hab sie selig, Olivia Newton-John, Grease, zwei Jahre später, glaube ich. Und das war dann so eine Welle und das hat dann übergeschwappt und dann bin ich hängen geblieben. Man nennt ihn auch den hessischen John Travolta. So, und damals schon, ja. Damals schon. Ach, das ist ja ein Ding. Also du hast diese Tanzgeschichten geguckt, hast gedacht, nee, wie die da mit dem Arsch wackeln und sich affektiert bewegen, gefällt mir eigentlich nicht. Und hast es dann gelernt. Und ja, bravourös gemacht, wenn ich es richtig höre von Menschen, die bei dir tanzen gelernt haben. Ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ich habe als Trainer hunderte von hessischen Meisterschaften, deutschen Meisterschaften, Europa. Wow. Ich habe sogar zwei ein Weltmeisterpärchen im gleichgeschlechtlichen Bereich trainiert und ja, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, und warst Präsident vom DT, Entschuldigung. Präsident vom Berufsverband Deutscher Tanzlehrer, genau. Und da habe ich dann aufgehört, weil mir das zu viel war. Ich wollte mit Politik nichts mehr am Hut haben. Und so. Und, ja. Hast du alles richtig. Ja. Was ist, also mein Format ist ja wirklich seit Jahren und vor allem das von meiner Mutter, unfassbar. RTL Let's Dance präsentiert das, oh, ich stelle die Frage direkt zurück und sage, Beppi, bitte du. Nicht so deins. Also ich sage mal, für die Tanzschule ist es keine Werbung. Also ich finde für uns Tanzschulen, da habe ich aber viele Kollegen, die mir da zustimmen, dass es keine Werbung ist. Es ist ja heute so, wenn Ehepaar, die Frau will unbedingt tanzen. Verstehst du? Und der Mann, die Männer sind ja meistens die sagen, da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Ja? Ist mir völlig fremd aus meiner Ehe, völlig fremd. Dann gucke die Let's Dance und dann haben die erst recht keinen Bock. Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Also, wie gesagt, ich hampel doch da nicht rum, ich bin der Beste. Verstehst du? Also, das davon abgesehen, ist eine Belustigung, ist ganz gut, ist natürlich auch ganz klar, dass du innerhalb von 10 Wochen das nicht lernst, sondern das ist hartes Training. Die stehen jeden Tag auf der Fläche, stundenlang, jeden Tag, ja, um dir das einigermaßen dahin zu quischen. Und
Also wie gesagt, ich habe es auch, ich kenne Joachim Lambi ganz gut. Oh. Und ja. Und das ist also schon, sag mal, hat der Torbach für die, die es mitmachen. Also für die Profitänzer nett, aber wer als Promi da mitmacht und noch nie mit Tanzwasser Mut gehabt hat, ist es schon eine Tortur. Wer Jurymitglied, was für dich? Also wenn der Lambi fragen würde, hier ist noch ein Platz frei, mach doch mal den Roche. Das wäre, würde ich machen, das wäre auch, glaube ich, klasse, aber zwei Rampensäue an einem Puls, das ist, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wobei ich den Lambi einigermaßen unsympathisch finde, aber ich habe... Ganz lieber. Ich guck das auch wirklich selten und die müssen ja auch so ein bisschen kratzig sein. Das war damals ganz einfach so, das kam nach Deutschland, dann wurde der Joachim Lambi ausgewählt vom Verband damals, vom DTV und oder glaube ich vom ADI, ich weiß nicht mehr, und dann hieß es, pass auf, du bist der Bohlen. Fertig. Das hat RTL so klar. Du bist jetzt Dieter Bohlen und du bist das Arschloch, verstehst du? Und so, ja, und das macht er auch ganz gut, ja. Also. Das stimmt. Warum, was war denn dann, was hat dann gegen das Tanzen gesprochen? Also du hast ja irgendwann an den Carsten, an deinen Mann, also erst verpartnert, dann geheiratet. Die Tanzschule, da habe ich im Übrigen 3 Kurse gemacht und ich kann das echt bestätigen, wenn du das nur einmal die Woche machst, und ich meine, einmal die Woche ist halt der normale Takt, aber das ist schon sehr ambitioniert. Ja, wir haben schon ganz gut, dann kam Corona, dann, naja, es kam ein bisschen Schüsselerweng und so weiter, aber das ist schon wirklich ein hartes Geschäft, also für die es lernen müssen. Jetzt wird es ja Zeit, Herr Letscher, dass Sie wieder einsteigen, ne? Corona ist ja soweit durch, aber naja, sei denn, Sie heißen Lauterbach, da ist er noch nicht vorbei. kommen wir später, das ist ja dann dein Lieblingsfreund, obwohl dein Parteigenosse, Gesundheit. Ach, schön. Was wollte ich sagen, wieso dann vom Tanzen weg? Also du? Ich habe ja angefangen mit den Shows gleich, als ich die Tanzschule dann aufgemacht habe. Ich habe ja erst gelernt in der Tanzschule Kiel-Plenn in Frankfurt. Und dort war ich von 78 bis 89. Und da ist jetzt das, was ist da jetzt drin? Orange Peel ist da jetzt drin, der Club. Das war die Tanzschule Kiel-Plenn auf der Kaiserstraße. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht, 1990. Und dann habe ich angefangen, weil meine Shows fingen ja eigentlich so an, Männerballett an Fasnacht. Zieht dann, immer. Zieht ja, immer, oder? Gerade in der Tanzschule an Fasnacht, Männerballett, Schwanensee, Männer, also ich sage mal, das, was heute Männerballett im Fasnacht ist, das ist schon Akrobatik, das sind Profis heutzutage. Also das hat eigentlich mit dem Urmännerballett nichts zu tun. Männerballett sind so, das müssen dicke Männer im Tüll sein, so wie ich, ja, die falsch auf den Takt tanze, die sich verlaufen und wo sich die Leute totlachen. Das ist Männerballett. Verstehst du? Aber genau. Riesen Gaudi. Also immer, mein Schwiegervater hat das mal jahrelang gemacht und das war immer der absolute Highlight. Absolut. Wenn die rauskamen, die Jungs, das war... Und viele Männerballette wie heute, großes Respekt, die Assenheimer, ganz großes Kino, ganz toll. Aber das ist so, da stehst du da und denkst, boah, ey, ja? Und bist fasziniert, was die da bieten. Das ist groß, ist toll. Aber der Ursprung des Männerballetts, der ist nicht mehr da. Ja. Und so hat es angefangen. Und dann habe ich angefangen zu parodieren an Fasnacht. Otto. Weißt du, und Otto hat es damals schon gewusst, was mit den Veganern mal passiert. Kinder kommt rein, das Essen wird welk. Und meine erste Travestie, die ich dann gemacht habe, das war Amanda Lear. Ei! Die mit der tiefen Stimme, aber genau. war Amanda Lear eigentlich, war eine Frau, oder? Weil man hat ja das immer... Das weiß man bis heute. Das weiß man nicht, okay. Aber die hat doch auch so erotisch gesungen, war das nicht so ein bisschen... Das war so, zum Beispiel, letztens hat sie auch We call in a trap and walk out because I love you too much, baby. Baby, gib mir noch 2 Minuten. Gib mir noch 2 Minuten. Ja. Und naja, gut. Und dann haben wir, das nächste war dann habe ich auch mal Heino gemacht. Das war auch großes Kino. Oktoberfest habe ich Heino gemacht. Dann haben wir Cabaret gemacht, Liza Minnelli. Und so hat sich das entwickelt. Und als ich dann die Tanzschule aufgemacht habe, habe ich gesagt, ich mache mal so eine Show für die Leute, die geholt waren beim Einrichten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mal die Baby-Show gemacht. Das war dann wie Udo Jürgens Baby 90, Baby 91, Baby 92 und so weiter und so fort. Immer so Playback-Shows. Alles mit Playback. Und irgendwann hat der Schick mal gesagt, du musst mal live singen, du musst mal von den anderen abheben, musst du mal und so. Und es war ganz gruselig am Anfang. Gut, für manche ist ja heute noch gruselig. Und mein erstes, was ich gesungen habe, war My Way damals.
die Harald-Junke-Version. Das hat einer damals auf Video aufgenommen, damals schon. Und das Videoband habe ich dem dann abgekauft und habe es verbrannt. Dann keiner hört, wie schrecklich ich damals gesungen habe. Und ja. Und so hat sich das ergeben. Und irgendwann sagt die Geschichte hat er dir geschickt, im Übrigen gerade letztens wieder erzählt, da haben wir dich besucht, lieber Steffen, dass er derjenige war. Und dann haben wir einen Künstlernamen gesucht. Und du weißt ja, wie die Transen alle heißen. Käthe Kotlet und Karl Schnitzel und ja. Nein, das wäre Kotlet kann das Wort nicht. Schade, das ist ja weg danach. Mara Masupilami und was war es dann nicht alles. Ja. Und das war mir alles zu blöd. Und dann haben wir dann überlegt, was machen wir? Baby war ja da. Also der Name, ich war ja schon als Kind Baby. Also in der Schule schon kam ich mir vor wie ein Bernardiner. Baby! Ja, hast du gedacht, da kommt ein Hund mit. Aber wo kam Baby ursprünglich her? Also Beppler, mein Name ist, Nachname ist Beppler. Okay, got it, ja. Wie Leggy zum Beispiel. Ne? Leggy Baby. Und oh, ja. Dann sind wir an der Festhalle vorbeigefahren, da war Patti LaBelle zum Konzert. Ah, und da sagte der, Patti LaBelle wäre auch geil. Und dann, und das war's. Ach, was, schon wieder und, der Herr Schicke, ich werde verrückt. Und damit begann die Legende. Die Legende. Naja, in der Tat. Und ja, Patti LaBelle war das war erstmal nur eine Figur, aber du bist ja in viele Figuren geschlüpft, ich sozusagen. Ja, dann, die Patti LaBelle-Show. Die hieß die erste Now and Forever, dann This is My Life, hieß die eine, weil, und das war auch mit V geschrieben und hat jeder gesagt, das heißt Live falsch geschrieben. Ich sehe es gerade. Das war die erste Show, wo ich live gesungen habe. Ah. Ich mache gern so Wortspiele. Ja, this is my life. So. Verstehe. Und der Durchbruch war eigentlich dann, ich war die Revue-Tänzerin. Das war also der große Durchknaller. Und dann der Highlight war ja dann Angela, du goldig Maus, als Angela Merkel. Letztens wieder an, ja. 2 Jahre habe ich die gespielt, 2 Jahre. Und und so kam eins zum anderen. Ne? Und dann, ach Gott, dann irgendwann habe ich dann auch mal gemerkt, so, ich wollte nicht irgendwann enden wie eine tragische Nummer, die mit 70 noch mit Stöckelschuh, mit Falte im Gesicht, mit Mühe und Not auf die Bühne kriecht. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin ein Hesse, urhessisch, und dann kam irgendwann die Lia Wöhr-Nummer. Und die Appelbeinwirtin, die habe ich dann auch durchgezogen. Und das war eigentlich das, ja, wo ich sage, ich war nie die Mary mit der Figur, verstehst du? Gut, Väter, ich habe auch nie groß, ich hab Kleider gehabt, lustige Kostüme, aber nicht so überkantitel. Ich sage immer, je gewaltiger die Transe, desto weniger kann sie. Und das ist so ein schöner Sinnspruch. Da kommen sie mit Federn geschmückt an wie eine brasilianische Samba-Königin, verstehst du? Aber sie sind nicht fähig, ihr Playback richtig zu speichern. Das liegt aber an der dritten Flasche Sekt. Ja, oder so, ja. Ja. Ich kann ja auf die Bühne. Aber die Lia Wöhr und die Appelwein-Lieder, die Lieder von Dieter Adam, die hessischen Lieder, das ist authentisch, weil das bin ich. Was heißt eigentlich 2011 hast du gespielt ADGMISDIDSIDBFK? Ich möchte jedes Wort erklärt bekommen. Das war ein Zusammenschluss von allen Shows. Angela, du Goldischmaus, isst samstags Dick Sub in der Betty Ford Klinik. Ach, in der Betty Ford Klinik. Das war ein Mix aus den 3 Shows. Das war damals, da ging es doch los mit DSDS. Und ja, genau, diesen höllischen Abkürzungen. Genau, und da hast du gesagt, Angela, du Goldischmaus, isst samstags Dick Sub in der Betty Ford Klinik. So. Sehr schön. Und was jetzt hier auf Wikipedia Theater, genau, was man da jetzt aber gar nicht sieht, dann kam ja bei dir auch die große Idee zu schreiben. Also sprich, noch selbst. Mal ganz kurz, der Übergang war, ich war Präsident vom Berufsverband Deutscher Tanzlehrer und habe dann währenddessen ja auch Lacage gespielt im Volkstheater. Mhm. Und vorher hast du Lacage aber auch gespielt in... Den hast du vorher schon mal, gell? Ja, Albin in 1994, eine Schulaufführung. In der Tanzschule haben wir mal eine kleine Aufführung gemacht, genau. Und dann, das haben wir 2 Tage gespielt, das war einfach nur mal so fürs Wochenende. Naja. Aber die 150 Vorstellungen im Volkstheater, das hat dann, und da habe ich gemerkt, das ist das, was ich mehr wollte, Theater. Und dann war ich
musste als Präsident nach Mannheim zur Weltmeisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzern. Dann saß ich so da und habe mir das so angeguckt und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Ah. Was machen die da eigentlich? Das ist doch kein... Letzte Woche auch, ich habe ein Carsten-Video auf YouTube, auf Facebook. Ich habe ihm das geschickt, gesagt, was tanzen die denn da? Es war ein Cha-Cha-Cha. Und ich habe es nicht erkannt. Ich habe es nicht erkannt. Der Carsten sagt immer, es ist heute so, dass die sagen, ach, da ist noch eine 16. Note, da können wir noch einen Schritt dazu packen. Verstehst du, was ich meine? Okay. Und noch eine Hüfte und noch eine Hebe und was weiß ich denn alles drum und dran, ja? Und noch eine Drehung und was weiß ich. Und da habe ich damals vor 10 Jahren schon gesagt, nee, das ist nichts mehr. Das ist nicht mehr mein Tanzen. Das ist nicht mehr meins. Mhm. Und bin dann zurückgetreten, fertig, bumm. Und habe mich dann mehr aufs Theater konzentriert und habe auch keine Kurse mehr gemacht. Der Carsten hat dann alles übernommen, hat die Tanzschule weitergemacht. Cool. Hattest du mal oder gab es auch mal Phasen, wo du gesagt hast, du kehrst Frankfurt, du kehrst Hessen, Griesheim den Rücken und wechselst die Stadt, das Land, den Kontinent? Oder war immer klar, das ist dein Zuhause, das ist deine Base? Ja, absolut. Ich wollte nur erst hin. Also wenn ich in Berlin, die Berliner mögen mir verzeihen, einen Termin habe, dann fahre ich so, dass ich morgens hinfahre, Termin, und zurück. Ja? Frankfurt ist meine Base. Es gibt nur 2 Städte, wo ich leben würde, wenn nicht hier. Das wäre München und dann London. München, weil ich Halbbayer bin. Also mein Vater ist, meine Großmutter war aus Rosenheim, Urbayerin. Das sagst du mir jetzt? Ja. Eine Urbayerin. Urbayern. Und England halt, da habe ich schon immer eine Affinität zu. Und ich habe ja jetzt so einen DNA-Test machen lassen, wo man herkommt. Ach so, ja, wie das mal alles aufgeschlüsselt wird. Da kam das Ergebnis, ich bin zu 34% Engländer. Oh. Also England, da gebe ich dir recht. Wir waren jetzt schon 2-3 Mal in Südengland allerdings. Und es ist ein Land zum Verlieben. Es ist ein so schönes Land. Absolut. Also es sind so tolle Leute, so nette Leute. Paris, ja, man hört Paris. Oh, Paris, ja, toll, ich möchte nach Paris. Ja, A, kann ich die Sprache nicht. Und B, die Franzose lasse ich immer noch spüren, dass sie dich nicht leiden können. Es ist einfach so. Ja? Das hast ich lerne dann Englisch, ja, gerade da. Ja, auch wenn ich Deutsch sprechen kann, mit dir spreche ich kein Deutsch. Und, genau. Die Engländer bauen in jede Wegerklärung noch einen kleinen Joke ein. Ja, genau. Und wunderbar, auch die Herrenhäuser. Schaut und mal Kinder die, Big Ben. Und die, bitte? Schaut mal Kinder Big Ben. Ja, genau. Kennst du den Film? Nee. Die schrillen 4 in Europa, Chevy Chase? Nee. Ach, nee. Du lieber Gott. Da fahren die in London und kreiseln und alle 20 Sekunden sagt er, oh, schaut mal, Kinder, Big Ben. Oh, schaut mal, Kinder, Big Ben. Sehr schön. Und da ja auch eine wunderbare, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, aber wunderbare Serie auf Netflix, The Crown. Also ich bin ganz, ganz verliebt in England, muss ich wirklich sagen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mein Land mal sage, dass ich es wirklich toll finde. Jetzt ist Südengland natürlich auch noch vom Wetter toll und so weiter. Aber kann ich verstehen mit Berlin, wobei ich bin da manchmal ganz gerne, aber auch nur um zu sehen, ach, kleiner ist doch schöner. Also ist doch immer viel drumherum, aber letzten Endes auch keine so freundliche Stadt. Also jetzt so vom Klientel her. Ja. Halt alles ganz viel liebe Menschen. Ja. Baby, ich wollte mal fragen, wie kam es denn dazu? Also A, wie kam es dazu und wie viel Mut hat es gebraucht, damals Thea Tralala auf die Bühne zu stellen oder auf die Beine zu stellen? Und wie kam dann der Schritt und wie lange hat das gedauert, nach all der Zeit und dem großen Erfolg das Ding zu schließen oder dann zu sagen, alles klar, das war es für mich. Also was die Bühne oder das Haus betrifft. Also sagen wir es mal so, entstanden ist es ja eigentlich mit den Shows, weil samstags abends bei uns nichts lief. Es lief keine Party, die Leute sind samstags weggegangen, woanders hin, die Partys waren bei uns immer sonntags und jetzt in der Tanzschule quasi. Tanzschule. Und dann hat der Deck-Doc gesagt, komm, wir machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal die Show. Und dann habe ich das mal probiert. Einmal im Monat, zweimal im Monat. Irgendwann hat einer gesagt, mach's doch jede Woche. Denkst du, oh, jede Woche und überhaupt ein Tralala. Und so entstand es. Und so entstand dann, am Anfang hieß es ja Titz, Theater in der Tanzschule. Und haben es dann Theatralala umbenannt. So. Und das Theatralala, es war großes Kino. Ich hatte wirklich Wochen im Voraus ausverkauft. Mhm. Ja. Und ich sag mal so, ab 2014, 15 wurde es auch weniger. Mhm. Ja, also das war dann plötzlich nicht mehr
auf Wochen und Monate ausverkauft. Es war zwar immer schön voll und gut besucht, aber es wurde auch immer weniger. Mhm. Und die Kosten stiegen auch ohne Ende. Und als ich dann zu 18 mit den Stadtführungen angefangen habe, habe ich auch gemerkt, du kannst mit weniger Aufwand auch dein Geld gut verdienen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du Carsten, wir haben die Tanzschule in Bad Vilbel, habe ich gesagt, ich sage, wie es ist, wir hatten jeden Monat Kosten von 13.000 Euro und die musste erst mal reintanzen, die musste auch erst mal reintingeln. Aha. Es gab manchmal Abende, da stand ich auf der Bühne und habe gedacht, oh, hoffentlich saufen sie heute genug, ja, so nach dem Motto. Und hat immer super geklappt, aber wir hatten auch einen tollen Vermieter, wir hatten auch Zeiten, wo gerade in der Sommerpause, ja, wo mal nichts, gar nichts, aber auch 3 Monate nichts an Einnahmen war, ja, dann hat er auch mal die Miete gestundet, auch mal gekürzt, hatten wir alles, war alles top, super. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich mache jetzt Schluss. Jetzt machen wir mal da. Ich bin dann so ein melancholischer Mensch, der dann in Tränen ausbricht und sich das Leben nimmt. Das haben andere gemacht vor lauter Traurigkeit, weil wir zugemacht haben. Aber nicht das Leben genommen, aber geweint. Und dann sollte das ja sowieso ein Neubaugebiet werden. Es sollten ja die Güntersburghöfe hin. Mhm. Das heißt, es hätte sowieso passieren können, dass ich von einem halben Jahr aufs andere raus muss, weil es abgerissen wird. Mhm. So, und da habe ich im Vorfeld auch gedacht, ey, da ziehe ich lieber gleich die Reißleine, bevor ich irgendwas plane, mache, tu und weiß nachher nicht, wohin. Bin zu meinem Vermieter gegangen, habe gesagt, so und so, sagt er, ja, wann wollen Sie denn aufhören? Sag ich, nächstes Jahr, sagt er, ist in Ordnung. Wow. Alles super, weil er ja sowieso gesagt hat, es wird eh abgerissen und er war ganz froh, dass, weil er mir jetzt nicht sagen muss, was raus muss, so nach dem Motto. Mhm. Und dann war der Schritt eigentlich ganz locker. Und ich sage ganz ehrlich, wir haben am 20. Ja, am 8. Januar 2020 die Schlüssel abgegeben und 6 Wochen später war der Lockdown. Ich müsste heute noch täglich eine Dankeskerze anzünden und Gott danken, dass ich den Schritt gemacht habe. Mhm. Aber das Theatralala hatte ich ja auch zu einem weiteren künstlerischen Punkt gebracht, nämlich du hast Theaterstücke angefangen selbst zu schreiben und zwar, naja, so in der Linie Bockmeier und also eigentlich Burlesken, oder? Könnte man sagen. Man könnte sagen, Klamauk, aber ich habe jetzt ja mitgespielt bei dem Ratten der Rennbahn. Ja, vordergründig Klamauk, aber wenn du genau hingehört hast, hast du im Grunde die Geheimnisse. Ich war dabei, wir haben es, die Sandra und ich waren im Zuschauerraum, wir haben es gesehen. Hast du im Grunde die Geheimnisse des Römers kennengelernt. Du musstest halt nur dechiffrieren können. Das Stück kannst du auch nicht mehr spielen. Das konntest du damals zu der Zeit spielen, als es mit dem Rennbahngraf war. Das ist heute out. Ich müsste es heute umschreiben. Ja? Ja, also heute müsste ich es vielleicht auf Friday for Future oder auf die auch eine schöne Idee. Aber die Leute reden alle so. Verstehst du also? Oder, ja? Also ich spiele nicht die Greta, aber wie kam es denn? Schade eigentlich, das hätte ich mir gewünscht. Ich dachte, du mit so einem Perückchen, weißt du? aber wie kam es denn zum Schreiben? Also einfach gesagt, komm, was die können, kann ich auch und losgeschrieben. Also jetzt ein Stück schreiben, inszenieren, aufführen, ist ja schon eine Nummer. Ja, ich habe dann überlegt, nachdem ich ja Lacage gemacht habe im Volkstheater, das Volkstheater hatte dann nach mir geschlossen, also nicht wegen mir. Ja, sehr schade, ne? Na ja, gut. Dann hat er gesagt, wir führen das bei uns fort, die Mundart. Hm. Ja, und zwar eine Mundart auf Comedy-Basis. Und das ist auch mein Ding. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gesagt, mit 70 spiele ich mal den Besuch der alten Dame, aber die Leute würden sich totlachen. Verstehst du, was ich meine? Hm. Und das sollen sie auch. Ich sage, die Leute sollen ins Theater gehen und sollen sich nicht überlegen, was will der Künstler uns damit sagen, sondern die sollen rausgehen, sollen lachen. Die sollen just having a good time. Ja? Yeah. Und nicht 6 Stunden, wer guckt sich heute noch 6 Stunden Faust an? Entschuldigung, da gibt es immer noch ein paar. Gut, ich setze mir auch 6 Stunden. Ja, du Weiß Wagner, das, ja, ich wollte es gerade sagen. Okay. Aber, naja, und dann haben wir so eine kleine Revue gemacht, die war, das war verliebt, verlobt, verheiratet. Hm. Ja? Happy End im Wirtschaftswunder. Das war also eine Komödie, die gab es. Und die kam super gut an. Und dann habe ich darauf eine Fortsetzung geschrieben. Das war damals Mandolin und Mondschein unterwegs Genitalien. Kam auch super gut an. Also es sind die zwei Familien. Und dann, also es ist eigentlich so, wie ein typischer 50er Jahre deutscher Spielfilm. Kennst du einen, hast du alle gesehen. Verstehst du?
So. So mit Wietrude Herr und Heinz Erhardt und so, was weißt du, Katharina Valente, so Ding war das. So. Theo Lingen. Oh. Genau, genau. Oberstudiendirektorschaft, ich muss doch nicht. Herr Nietzsche, Herr Nietzsche, so nicht. Und, aber du hast ja mit dem zerdepperten Bembel aber schon auch, war ja schon auch ein ernsteres Stück. Da fand ich dich übrigens im Übrigen ganz grandios. Also das als, war. Als Dorfrichter Adam. Ja, ja, ja. Also das, das, war, ja dann, das hatte Marcel Schilling ja dann übertragen. Auch sowas. Ich meine, Heinrich von Kleist, das ist schon eine Nummer. Verstehst du? Auch so, ja, schon. Und, das ist auch heutzutage, die Sprache ist auch eine ganz, verstehst du? Und das haben wir halt auch physisch. Ja. Also das größte Kompliment, was ich bekommen habe, war eine Operettenseite, die ein Kritiker damals zur Fledermaus geschickt haben, die geschrieben haben, sehr modern, aber großartige Inszenierung. Also da muss man schon stolz sein. Wir haben den Fledermaus nach Frankfurt verlegt. Das war nicht der Prinz Orlowski, sondern die Apfelweinkönigin Lia Orlowski. Und der Ball war nicht in Wien in der Hochburg. Nein, der war bei uns bei der Apfelweinlokal. Und das Kostümfest, alle waren in Superman-Klamotte und Supergirl. Ich war Supergirl. Es war die Brüllnummer, ja. Aber auch alle gesungen. Also, mein Herr Marquis. Ein Mann wie Sie, original, also wir haben das alles original gesungen da und zwar auch. Wir haben die Zeit für das Stück, zeig's ruhig ganz. Ja, ja genau. Und dann kam Ben Hur, das Stück, was wir gemacht haben, was ich geschrieben habe. Und jetzt das nächste, die Miss Moppel halt, ne? Die Miss Moppel ist ja dann, die hat ja der Timo Becker dann geschrieben, jetzt Schweizer. Der Marcel schreibt gerade die neue Miss Moppel, Mord im Rat. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt nächstes Jahr noch den Oscar. Den haben wir ja noch ausstehen. Das ist diese Louis de Funès-Klamotte. Und dann mache ich nur noch einmal im Jahr die Miss Moppel. Und zwar kriegt jeder Stadtteil jetzt seine eigene Miss Moppel. Die erste war in Oberrat, die nächste spielt in Seckbach. Dann haben wir zum Beispiel der Thermomix-Mörder vom Nordend. Dann haben wir Tod auf dem Main, das spielt auf dem Restaurantschiff, auf dem Wasser. Mord im Appleboy-Express, weißt du so. Ja, du kannst ja da, ja. Ja, die Bardame von Sachsenhausen, was war es dann? Ich, also irgendwas. Ach, ja, dann einer, der noch kommt, ist der Raub des Attila. Da wird der Adler von der Eintracht geklaut. Hey! Oh. Bitte? Das ja. Muss ich absegnen. Ja. Und zwar eine offenbare Familie, die an Weihnachten keine Gans gekriegt habe und der Adler klauen, der Adler dann braten wolle. Kann nur eine offenbare Familie sein. Das ist im Übrigen vorprogrammiert. Das ist im Übrigen etwas, was ich, das habe ich dir schon öfter gesagt, sehr an dir bewundere. Du siehst irgendwas, du denkst, ach, da könnte man was draus machen und du machst es einfach. Ja. Also das ist ja das, wo es bei vielen hapert. Da wird, wie du schon gesagt hast, da wird gebabbelt und gemacht und philosophiert. Mhm. Dann trifft man sich nochmal, dann überlegt man, dann trifft man sich nochmal, dann wird es verworfen, dann kommt was Neues. Du bist einer, du siehst im Vorbeigehen irgendwas. Und sagst, da mache ich was draus und du kannst drauf gehen. Ein halbes Jahr später ist es auf der Bühne oder in der Kneipe, wie jetzt Lieber Blau als gar keinen Bock, damit tingelt ihr ja auch noch. Ne? Also das ist ja zusammen mit Gabriel Groh ein fantastischer Musiker im Übrigen, wenn er nicht aufs Klo muss. Wenn er nicht aufs Klo muss. Ich dachte, es wäre ein Gag. Er musste in der alten Oper während der Vorstellung. Die Pause war gerade rum. Baby, und da sagte Gabriel, Baby, ich muss mal. Weil so schwaches Bier ist oder was? Nee, weil er nicht aufs Klo ist in der Pause. Timing ist alles. Ja. Aber ich sag mal, man geht da ja auch ein ganz schönes Risiko ein, oder? Ich sag mal, wenn ich jetzt in die alte Oper lade, jetzt bin ich natürlich nicht der Baby, keine Frage, oder der Thomas Böppler-Wolf, aber trotzdem. Hast du denn eine Stimme oder jemanden im Umfeld, der sagt, oder bist du schon immer so gewesen, dass du sagst, nee, wir probieren das und schauen und ich bin davon überzeugt? Ich überlege da lange drüber, ob wir was machen, spreche das mit verschiedenen Leuten ab, wie Marcel, Dirk oder auch mal den Carsten. Also beim Carsten ist es ja so, wenn der sagt, es ist scheiße, dann wird es gut. Ah. Oh. Das ist generell, wenn ich sage, Carsten, ich möchte das Lied singen, bei der nächsten Show sagt er, ach, das ist doch furchtbar, das geht doch gar nicht. Es wäre der größte Hit. Kann ich jetzt sagen. Ja, wenn bei Capri, ja, dieses Lied, wenn bei Capri die rote Sonne hat. Bei Capri ja, die rote Sonne. Weißt du bei mir? Wenn bei Seckbach die rote Sonne immer versinkt und in deinem in alle Kneipe der Handkäse stinkt, weißt du so, ja? Und, ja, das sind natürlich so Sachen, die ich auschecke. Nur gerade mal so,
Aber ich habe halt gesagt, Losch, miet mal die alte Oper, warum eigentlich nicht? Boom, fertig. Also, ja. Naja, und dann nicht mit Dingen, die du schon seit vielen Jahren machst, also Theater, Entertainment, das natürlich auch, sondern mit Lieder von Frank Sinatra unter anderem. Und ja, du hast gesagt, das ein oder andere kann man sagen, das hat der Sinatra vielleicht einen Tacken besser gesungen. Aber A, nicht viel besser. Besser gesprochen. Besser gesprochen, genau, ja, genau. Aber A, auch nicht so viel besser. Und B, man muss es ja doch trauen. Also ich meine, es ist ja... Da musst du schon Eier haben. Also ja, du brauchst auf jeden Fall Eier. Ja. Ich bin ja auch Goldfinger. Verstehst du? Ja. Ja. Alle, die Einzige, die es richtig kann, ist Shirley Bassey. Punkt. Da müssen wir uns nicht drüber streiten. Da kann singen, wer will. Ja, ja, das ist es aber nicht. Es soll ja auch nicht perfekt sein, sondern man singt das Lied, weil man es mag. Ja. Na, aber es darf ja auch nicht so sein, dass die Leute sagen, ah ja, komm, es ist halt der Beppi, sondern es war ja trotzdem so, dass man gesagt hat, oh, jetzt guck aber auch. Ja. Also mir ging es zumindest so, dass ich dachte, also jetzt guck aber auch. Jetzt guck mal. Darf doch nicht wahr sein. Naja, nichtsdestotrotz. Ja, weil es war alles dabei. Es war Bond, es war ein bisschen Elvis, es war Sinatra, es war... Ja, stimmt, so. Elvis war dabei. Ja. Elvis war dabei, ja. Auch noch, genau. Baby, ich wollte gerade noch fragen, weil das hatte ich mir aufgeschrieben, ist jetzt nicht das spannendste oder größte Thema, gerade ein bisschen weg vom Mainstream. Peter Feldmann. Was Wer? Ist da los? Entschuldigung, Akustik, ich glaube, meine ist auch die Verbindung gerade. Ich dachte gerade, das Bild wäre stehen geblieben. Was? Ist das Kunst oder kann das weg? Baby, was machen wir mit? Ich verstehe die nicht mehr. Weiß jemand, was hier ist? Ich habe gerade. Was? Peter Feldmann! Hey. Ja, Entschuldigung, ich bin die Runde. Ja. Wie soll ich sagen? Ja, erklär es mir als Noch-Wähler und Steuerzahler. Warum, wieso, weshalb? Und können wir davon ausgehen, also wann ist er weg? Oder soll er nicht weg, weil keiner ihn richtig versteht? Also, die Leute fragen mich immer, warum könnt ihr den nicht, warum entsorgt ihr den nicht langsam? Einfach aus dem Raum tragen, zack. Genau, ja. Weil wir es nicht können. Der Oberbürgermeister ist ein direkt gewählter. Wir sind ja in der Kommunalstadtverordnete, wir werden ja über die Listen gewählt und über den ne? Aber der OB ist direkt gewählt vom Volk. Das heißt, auch das Volk, was ihn gewählt hat, muss ihn auch absetzen. Im Bundestag ist es jetzt anders. Da ist ja der Bundeskanzler, wird ja vom Parlament gewählt. Ja? Gewählt wurde ja die Partei, die dann den Bundeskanzler stellt. Das heißt, der Bundeskanzler ist nicht direkt gewählt. Ja, aber der OB ist direkt gewählt von den Bürgern. Das heißt, die Bürger müssen ihn auch dann bei einer Abwahl abwählen. Aber warum dauert das dann so lange, wenn man feststellt, also zumindest für mich als Autonomalverbraucher, der sich ein bisschen für Politik interessiert, man hat das Gefühl, okay, also keiner hat mehr Lust auf den Feldmann. Der hat es wirklich mit all seinen Aktionen, die ja bekannt sind, auf gut Deutsch gesagt, komplett verkackt. Warum zieht sich das dann so und warum ist dann, glaube ich, erst im Oktober wird mir als Bürger, also jetzt auch nicht mehr, weil ich in Neu-Isenburg bin, aber warum wird dem Bürger dann erst die Möglichkeit gegeben, wenn es vielleicht November. Wieder ein bisschen... Hä? November. Oder November erst. Warum dauert das denn so lange? Also kann man das nicht irgendwie beschleunigen, dass man sagt, in 14 Tagen... Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir sind in Deutschland. Du, ich schreibe mir gerade nochmal separat. Noch irgendwelche Fragen? Aber was passiert denn da in der ganzen Zeit? Das gibt es doch gar nicht. Ja, also was mir in der Causa so ein bisschen auffällt, gut, was jetzt erheblich ist, ist natürlich diese AWO-Geschichte, also jetzt generell erheblich, weil wenn man sieht, was da das Ehepaar Richter und so, das sind jetzt natürlich Anschuldigungen, aber da ist jetzt ja sicherlich ein bisschen was auch wahr. Ich will ehrlich sein, mit dem Ford Focus... Also wenn es ein Bentley gewesen wäre. Ja. Und ich finde, der Auslöser, dass der Feldmann sich den Pokal geschnappt hat, war ja nun keiner. Da kann man sagen, das war jetzt ungehörig oder das war wirklich ein bisschen dusselig. Aber in der Tat hat sich ja diese Causa Feldmann irgendwie sehr hochgeschaukelt. Wenn man jetzt die Leute fragt, dann gibt es ja so und solche, dann sagen viele, ja, der Feldmann, der kümmert sich ja um nichts. Und wenn ich dann aber fragen würde oder auch frage, ja, sag doch mal, um was müsste er sich denn kümmern, worum er sich deiner Kenntnis nach nicht gekümmert hat, dann kommt ja nichts. Also ich glaube, der Peter Feldmann, also jetzt von mir, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, der Herr Feldmann hätte A, B, C machen müssen, er hat aber D, E, F gemacht, das meine ich damit. Also so ganz konkrete Sachen gibt es ja nicht. Aber man hört, dass er unbeliebt ist, also in der Stadt. Der Peter ist toxisch, fertig. Das heißt auf gut Deutsch,
Ja. Wenn der jetzt übers Wasser laufen wird, würden sie sagen, der nicht mal schwimmen kann, der Arschloch. Genau, der hat es, wie der Steffen gesagt hat, der hat es. Das sehe ich ein bisschen anders. Es gibt ja schon, also es ist jetzt nicht so, dass es komplett blümerant ist. Also guck dir allein den unfassbar abgefuckten Frankfurter Hauptbahnhof an. Also da hätte ich schon das Gefühl, dass man da ein bisschen was als Politiker machen könnte, mit mehr Polizeischutz. Ja, und ich sage jetzt nochmal, was ich auch immer wieder sage, der Oberbürgermeister ist zu 90% ein Grüß-August. Der hat überhaupt keine Gewalt. Ja, die Leute denken immer, der bestimmt was. Der bestimmt gar nichts. Wir 93 Stadtverordnete, wir bestimmen. Und aber er könnte initiieren. Er könnte initiieren und Vorschläge bringen und sagen. Ja, klar. Er könnte jetzt sagen, so und so, kümmere dich mal. Das, aber er kann nicht mal den Dezernenten Anweisungen geben. Aber das wäre ja vielleicht schon mal was, dass man nicht sagt, irgendwie, du sollst nicht den Pokal ab. Ja. Dazu müsste man die Hessische Gemeindeordnung ändern. Ja, das ist ja das große Problem, dass die Bürgermeister zwar direkt gewählt werden, aber in der Tat, das Einzige, was sie dürfen, ist den Zuschneiden. Also wie der Bundespräsident. Du kannst halt ein bisschen quatschen und winken und machst irgendwie mal, irgendwie hältst deine Reden. Aber ich glaube, es wäre für den Bürger schon ein bisschen greifbarer, wenn der wirklich zumindest, also der einfachste Punkt wäre, das zu kommunizieren, was offensichtlich ist. Also zu sagen, du sollst dich nicht auf den Balkon stellen und Hasibi sagen und das bringt nichts und mir zeigen, dass du Pseudo-Eintracht-Fan bist, sondern es gibt ja Brennpunkte in Frankfurt. Es gibt ja Orte und Momente in Frankfurt, wo du sagst, okay, da könnte man das zumindest mal irgendwie initiieren. Oder aber du hast halt das Gefühl, der kümmert sich nur um sich selbst und um seine Mischpoke. Und dann wird's ein bisschen gruselig. Ja, das hat sich auch so im Laufe der Monate jetzt hochgeschaukelt. Das ist definitiv. Da kann jetzt kommen, was will. Das ist, selbst wenn der den Ukraine-Krieg beendet wird, würdest du sagen, warum hast du so lange gebraucht, du Idiot? Ja, es ist so. Ach, naja, da wäre ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber meinst du, der wird im November wird er heimgeschickt oder glaubst du 30% bei uns? Das ist wie bei jeder Wahl. Ja. Ich sag, die Prognosen, die du immer liest, und nachher stimmt es vorne und hinten nicht. Da kann jetzt so viel kommen. Stell dir mal vor, an dem Tag ist ein Sturm über Frankfurt. Keiner traut sich aus dem Haus. Dem Herrn Lauterbach fällt wieder ein, ja, das will und der Affen sind mit Corona infiziert. Die Leute dürfen nicht rausgehen und brauchen beim Geschlechtsverkehr der Abstand. Dann, dann ist es, willkommen in meiner Ehe. Das weiß ich nicht, das ist das Problem. Ne? Dann, aber sag mal, wenn die Eintracht-Fans alle zusammenhalten. Ich gebe mir Mühe, ja, ich schreibe schon in viel. Ja. Wie kam es denn? Jetzt sind wir ja quasi A, im letzten Viertel und B, auch in deinem letzten Coup, will ich mal sagen. Also den jüngsten, den du im Grunde gelandet hast, nämlich du bist in die Politik gegangen. Das heißt, du hast dich für die SPD entschieden, hast gesagt, für die mache ich Wahlkampf und in meinem Bereich, in meinem Bezirk lasse ich mich selbst auf Plakate kleben. Wie kam es denn zu der Idee? Ganz einfach, weil ich mir rumgemotzt habe über alles. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, immer nur rumzicken, mach doch selbst was. Und so kam ich drauf. Ja, wo ich habe jetzt versucht, was zu verändern. Dann habe ich mit Mike gesprochen, da sagt er, ja, ich setze dich auf die Liste. Also Mike dann, Josef, ne? Ja, der sagt dann, Baby, wie gesagt, wenn du mitarbeiten willst, dann machst du gleich Stadtverordnete. Sag ich, bitte. Normalerweise hast du ja den Weg über einen Ortsverein und was war das? Dann habe ich gesagt, Stadtverordnete, bist du bekloppt, doch, setz dich mal auf die Liste, das macht auch ein schönes Bild. Sagt er, ein paar Prominente, das tut sich immer ganz gut. Dann haben sie mich auf Platz 29 gesetzt und dann war 49 und dann war ich der erste Nachrücker. Das heißt, auf Platz 24 oder so hoch, glaube ich. Damals, ne? Durch Panaschieren und Kumulieren und diesen ganzen. Alles, was man so aus der Backstube kennt. Bei der letzten war ich auf Platz 39 und bin hoch auf Platz 9. Also, oder 29 auf 9, so, ich weiß nicht mehr genau. Aber auch ziemlich weit hoch. Das ist ja schon sehr beachtlich und zeigt ja deiner Fraktion durchaus, da ist einer, der ist beliebt. Ja. Will mal sagen. Ina Hartwig und ich waren das Königspaar des Kumulieren und Panaschieren. Wer? Die Ina Hartwig, unsere Kultur. Okay. Ach, okay, klasse. Bereust du es denn? Nee, wahrscheinlich nicht, weil du bist ja jetzt die zweite Amtszeit dabei. Da ich jetzt im Römer bin, habe so viel Stoff.
Für spätere Theaterstücke. Ah, ja, ich wollte gerade sagen, ich komme noch vorbei. Ich und Bücher und alles, ne? Ja. Aber sag mal, euer Salär, ihr kriegt ja eine Aufwandsentschädigung, die ist ja durchaus überschaubar dafür, dass ihr eine wirklich ganze Menge machen müsst. Ne? Also von wegen nur ab und zu mal nicken und Hände schütteln oder alle drei Wochen mal auf irgendeine Sitzung ist, glaube ich, nicht, oder? Nee, es sind ja die Ausschüsse. Dann jede Woche Fraktionssitzung, dann sind die Einladungen, dann musst du dahin zu dem empfangen, musst du da guten Tag, Frau Müller, Glückwunsch zum 100-Jährigen so ungefähr, oder mit dem OB dann Termin mal wahrnehmen oder mit dem Dezernenten Termin wahrnehmen. Mhm. Als kulturpolitischer Sprecher, der ich bin, öfters mal Theaterpremiere, Museumseröffnung und so weiter. Ach, du Armer. Ja. Aber ja. Ja, diese Häppchen, ich ertrage es nicht mehr. Nee, aber es ist ein voller Kalender. Also bist du auf jeden Fall. Kannst du denn sagen, also hast du einen Wunsch, einen Plan, was sich in Frankfurt demnächst ändern kann, wird, werden soll, was diskutiert wird, was besprochen wird? Ja, wie gesagt, wenn ich Oberbürgermeister werde, dann. Nee, wählen Sie noch heute! Nein, das war ein Scherz. Sagst du jetzt, warte mal, wir reden nicht. Was sagt eine Carsten, wenn der es scheiße findet, wirst du es. Wir reden schon mal vom Machen. Ja. Ich erzähle es in meiner Zooführung immer, dass Bernhard Schimek damals nach dem Krieg den Zoo einfach aufgemacht hat und hat einfach gemacht. Und ob die Stadt ja oder nein gesagt hat, er hat einfach gemacht. Helmut Schmidt hat damals bei der Flutkatastrophe in Hamburg einfach gemacht. Scheiß drauf, was das Gesetz vorgibt. Hier müssen Menschenleben gerettet werden. Macht's einfach, verdammt nochmal. Und so will ich auch sagen. Und wenn ich am Tag 10-mal mit dem Wasserwerfer durch Frankfurt fahre und die Straße durchs Bahnhofsviertel fahre und die Straße sauber spritze und 10-mal die FES durchschicke und 10-mal die Polizeistreifen durchschicke, irgendwann haben wir da auch mal Ruhe. Aber es macht eben keiner. Ja, weil, aber das Problem ist aber auch, der Gesetzgeber gibt es halt auch nicht vor. Ja, die Polizisten verhaften die Dealer und eine Stunde später stehen sie wieder da. Also das ist ein Kreislauf. Das gehört irgendwie zum Stadtbild dazu. Aber ehrlich, wer Bürgermeister, Oberbürgermeister schon mal mit dem Gedanken geflirtet? Du, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass ich Stimmen holen würde. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da nicht unbekannt und mein Wahlkampf wäre auch sehr lustig. Und ich meine, selbst von der CDU habe ich bei meinem letzten Wahlkampf Kompliment bekommen, ja, wie toll der war. Aber ich sag mal, ganz ehrlich, muss ich mir das mit über 60 noch antun? Dann keine Shows mehr, kein Theater mehr, keine Stadtführung mehr. Aufpassen, was ich sage. Wenn ich einen Post loslasse, habe ich am anderen Tag einen Shitstorm in der Bild-Zeitung. Ich darf keinen Witz mehr erzählen und darf nicht mehr nachts besoffen durch die Altstadt fallen. Hallo? Nee, das wäre, glaube ich, für einen Thomas Beppler-Wolf so ein bisschen der Todesstoß. Ne? Ganz ehrlich, nur um den Titel Oberbürgermeister zu haben, um eine Kette umzulegen, Kinders. Kette habe ich genug. Und die Bürgermeisterin hat eine schönere, sage ich dir nur. Die ist ja auch schlicht silber, ne? Das ist ja, genau, wenn, das ist wenn so eine silberne. Das Erste, was ich machen würde, ich würde das Ding bestraßen, das glaubst du aber. Ja. Die bestell dir, wart nur drauf. Ja. Was wollte ich sagen? Weil du bist mit deiner Partei nicht so ganz zufrieden. Du hast ja schon den Namen ab und zu mal anklingen lassen. Was halten wir denn von der Parteipolitik jetzt so auf Bundesebene? Jetzt wollen wir nicht, dass der Scholz sich nicht sofort entschuldigt hat und so weiter. Aber jetzt gerade so Lauterbach ist ja ein bisschen auf dem Kicker. Wie sehen das deine Parteikolleginnen und Kollegen, wenn du da doch immer wieder mal gegen den Herrn Lauterbach vorgehst? Ja, dann kriegt der Mike Josef wieder einen Anruf. Der hat wieder was Böses über den Mike Josef. Wer ist der Mike Josef? Der Parteivorsitzende. Ah, okay. Und dann ruft er mich an und sagt, Baby, du sollst dich über Lauterbach lästern, damit es okay ist. Was soll der sagen? Ja? Er sagt dann auch, ja, ich kann ja mal mit dem Baby reden, aber versuch du mal mit dem Baby zu reden. Ja, also es ist so, ich muss auch nicht immer alles toll finden, was die Partei toll findet. Ich habe auch eine Meinung. Ja? Auch bei Abstimmungen manchmal. Es ist halt so. Und ich denke ja in dem Fall, jetzt pass mal auf, du musst dir überlegen, ich bin ja Kommunalpolitiker, aber in erster Linie bin ich auch der Mensch, der es dem Herrn Lauterbach zu verdanken hat, dass es uns schlecht geht, der Kulturbranche. Mhm. Und weiter schlecht geht. Und wenn das so weitergeht, sind nächstes Jahr 80% aller Theater in Deutschland dicht. Ja, wenn das nicht aufhört. Und ganz Europa lacht sich über uns tot. Ja, wir hatten letztens einen Freund, der sagt, die Erika hat ganz erzählt, wir haben Engländer, Schotten kennengelernt auf der Bergerstraße beim Abendessen. Schottische Familie, die haben gefragt, was ist denn bei euch hier los?
Die waren total perplex mit Masken und Tralala und Schissler wegen Schlag mich tot. Ja, und das kann nicht sein. Und, aber woran liegt das denn, was die Kulturbranche betrifft? Du hattest vorher das Gefühl, irgendwie jeder Politiker ist dankbar dafür, sich mit irgendwie einem Promi, einem Künstler irgendwie zeigen zu können. Und Corona hat das irgendwie alles weggespült und irgendwie die Kunst, Kleinkunst, also und die schreien und brüllen und sagen, wir brauchen Support und Unterstützung. Also woran, welcher Hebel müsste gedrückt oder gepusht werden, damit es wieder besser wird? Ganz einfach, der Hebel muss einfach umgestellt werden, dass man endlich wieder sagt, verdammt nochmal, jetzt lebt einfach, geht wieder raus, genießt euer Leben. Wer das nicht möchte, bleibt zu Hause. Wer die Maske aufsetzen will, setzt sie auf. Ich setze in der U-Bahn auch auf, ist ja auch vorgeschrieben, aber ich habe mir überlegt, in Zukunft mache ich das auch. Wenn es voll ist in der U-Bahn, ist sowieso ganz gut, weil ich immer einen neben mir sitze habe, der das glaubt mit dem 70-Stunden-Deo. Und da ist das mit der Maske gar nicht so schlecht, ja. Aber wir sind jetzt alle alt genug. Wir wissen, um was es geht. Jeder hatte die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und wer sich jetzt noch holt und nicht geimpft ist, muss sagen, c'est la vie. Ja, das ist Evolution, hätte ich jetzt mal gesagt. Genau, das ist wir leben im sechsten Massenaussterben und die Erde und die Natur sucht sich immer ihren Ausgleich. Definitiv so. Und wer, entschuldigt bitte, wer ist denn zuerst gestorben? Die Alte und die Schwache. So ist es im Tierreich auch. Es ist einfach so. Die Natur hat das, die Natur und die Evolution hat es nicht vorgegeben, dass wir Impfstoffe entwickeln, ja, und dass wir ewig leben. Das ist nicht geplant. Das ist überhaupt nicht geplant. Und wenn du mal zurückwälligst, alle 100 Jahre ist es doch so. 100 Jahre spanische Grippe. Gerade vor. Spanische Fliege? Das war ein Freundschaft, mein Ja, ja. Hab noch einen schönen Abend, Baby. Ja. Gerade vor Diphtherie, gerade vor die Cholera, gerade vor die Pest. Das wiederholt sich alle 100 Jahre. Das heißt, vor 100 Jahren spanische Grippe, dann kommen die goldenen 20er. Ab nächstes Jahr tanzen wir wieder Charleston. Ach, und lern es beim Baby. Ich werde verrückt. Ich bin dabei. Ja? Was mich am meisten noch stört, ist diese Panikmache, diese Angstmache, jetzt schon zu sagen, unser Gesundheitssystem kollabiert. Dieses scheiß Gesundheitssystem ist noch nie kollabiert. Nicht einmal in der Hochphase 2020/21 hat es noch nie kollabiert und es gab noch nie irgendwo ein Problem. Ja, und keiner weiß, was im Oktober passiert. Und jetzt fängt der Lauterbach schon wieder an und sagt irgendwie, also im Oktober, und wir werden, das ist dann, lasst euch erstmal, es ist doch noch gar nichts, also es genau. Bleibt doch mal cool. Also, ja, ich glaube, das ist aber das große Problem, dass jeder Lauch meint, er müsste irgendwas sagen, ob es der Krankenkassenpräsident ist, ob es der Krankenhauspräsident ist. Und ich vertraue einem Arzt, der im Moment in der Materie drinsteckt, einem Lungenfachspezialisten aus Meer. Also ein Politiker, der es zwar studiert hat, aber seit 15 Jahren keine Reagenzglas mehr in der Hand gehalten hat. So, das wäre genauso, wenn ich nach 10 Jahren jetzt wagen würde, auf die Weltmeisterschaft zu gehen und Cha-Cha-Cha zu tanzen. Och, aber ich würde es gern sehen. Ja, ich auch. Ja. Letzter ist deine Partnerin. Ja, genau. die Grundschritte könnte ich ja. Was steht denn als nächstes an, Baby? Autobiografie hieß es, dass sie rauskommt. Wird dran geschrieben? Mein Frankfurt-Buch kommt jetzt erstmal raus. Ah, stimmt, genau. Mach mal Werbung. Kannst du es in die Kamera halten? Nee. Fertig. Oktober, November. Ach so. Jetzt hätte man ein Bild zeigen können. Was ich schon immer über Frankfurt wissen wollte. Richtig. Und der Titel, aber noch keinen Idiot gefunden haben, der sie ihn richtig erklärt. So. Gibt es aber, wenn man auf Instagram oder Facebook, sieht man schon das Cover auf jeden Fall. Genau. Schönes Weihnachtsgeschenk. Wir haben ja definitiv. Also Frankfurt mache ich ja diese Kolumne. Ja, Bürger fragen, Baby antwortet und und daraus habe ich jetzt ein Buch gemacht. Also die Fragen sind auf Deutsch, also auf Hochdeutsch und die Antwort ist auf Hessisch. Mhm. Ich kann euch ja mal so ein, zwei Fragen mal vorlesen. Oh ja, bitte. Ja. Aber erst die Fragen und wir beantworten sie. Wie viele Leute dürfen gleichzeitig auf die lange Rolltreppe im Mai zahlen? Da habe ich geantwortet, bis es nicht mehr geht. Gibt es da eine Zahl? Ist dann jetzt so schwierig. Nein, das ist ja. Was ist das älteste Kino in Frankfurt? Kommen die Wäsche aus Frankfurt? Haben wir in der Bundesbank einen Goldschatz? Oh. Ja, schon, oder? Hammer. Goldbarren. Antwort ist: Und was für eine? Der zweitgrößte nach dem in Fort Knox, das ist das, wo der Goldfinger eingegangen ist mit dem James Bond. Wir haben ca. 2278 Tonnen Gold. Davon liegen ca. 2000 Tonnen hier in Frankfurt im Keller von der Bundesbank. Eibresche zwecklos. Ist das so? 2000? Also, ja. Wenn du Jauch fragst, weißt du da Bescheid. Also. Ja, genau. Eine Frage war, kann jeder Oberbürgermeister werden? Die Antwort ist leider ja. Ja, das kommt jetzt raus und die
die nächsten zwei Bücher sind schon in der Mache. Das Altstadtbuch kommt da noch. Und dann gibt es eins über die Frankfurter Brücken, Hibdebach, Triptebach. Mhm. Haben ja 23 Frankfurter Brücke. Und die Altstadt hat einen Sodabogen. Ein Sodabogen, genau, weil der Soda rumsteht. Das ist ein Bogen, der steht so da rum. So da rum. Sodabogen. Und ja. es gibt einen neuen James Bond. Next Jahr. More Time to Drink, genau. More Time to Drink, genau. Den gibt's und den gibt es dann im Frankfurter Kino wahrscheinlich zu sehen. Ich hoffe, dass wir auch hessenweit zeigen können. Da bin ich gerade am Gucken und Machen und Tun. Also November ist Premiere, am 17. November nächstes Jahr. Holle. Bitte? Holle, ja, sage ich. Ich muss da immer so Zeitlimits setzen, damit wir alle zu Potte kommen. Verstehe, ja, sonst kriegt man sie nicht zusammen, gell? Die Brut. Wird zwei Wochen im Juni und. Aber ich würde sagen, wir machen dann eine Post-Production. Yeah, baby. Also, es gibt auf jeden Fall ein Schmetterling-Special, mindestens zu den Buchveröffentlichungen und so. Also, können wir ein Special nach dem anderen machen. Mensch. Da sage ich schon mal vielen Dank für die Einladung zur Premiere, baby. Danke. Gerne, ja, sowieso. So, ihr Lieben. Die würde ich gerne in der Paulskirche machen. Oh. Ach, wegen mir. Ach du, die James Bond-Premiere in der Paulskirche. Die letzte war ja auch schön, ne? Die letzte war wunderbar. Die war nicht in der Paulskirche. Die war fantastisch. Ja. Ich durfte ja dabei sein. Ich musste mir extra einen feinen Anzug kaufen. Warum? Nee, den hatte ich noch. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende. So schnell geht's. Was ein Glück war, dass Wikipedia nur bis 2012, mir hätte jetzt nur bis 23 Uhr hier rumgehangen. Ja, rumgehangen. Ich sag mal, ganz, ganz, ganz vielen Dank an natürlich Steffen Hertlein. Herr Letschert. Und den größten Dank, der geht an mich. Achso. Ja, jetzt wärst du dran. Entschuldigung. Ach so, wie geprobt. The Baby! Thomas Beppler-Wolf, Künstler, Tausendsasser, Politiker, Stadtführer, Museumsführer, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und wenn ich Haare hätte, hätte ich Raster. In diesem Sinne. Besucht wir uns wieder. Wir treffen uns bei der Premiere. Ich freue mich. Bis dann. Einen schönen Abend und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.